Herzlich willkommen zurück bei LES, ich bin euer Will und es geht ein Boss. Brody. Und in der heutigen Folge, beziehungsweise, bevor ich überhaupt anfange mit dem Thema, ziehe ich erstmal die Mütze ab. Achso, genau, ein kleiner Hinweis, die letzte Folge von Boss wurde irgendwie nur so halb veröffentlicht oder so. Weil ich weiß nicht genau warum, aber die wird an vielen von euch vorbeigegangen sein. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Folge und eine sehr, sehr maßgebliche, fundamentale Folge für die Gesamtheit des Formates, Leute. Also zieht ihr euch auf jeden Fall auch rein. Heute allerdings werde ich anfangen, mich bezogen auf meine Gesundheitsgeschichte euch gegenüber zu öffnen, Leute. Dafür habe ich das hier. Das ist quasi meine Krankenakte, beziehungsweise das, was durch meine natürliche Filtration übrig geblieben ist, weil ich normalerweise kein Papierkram aufhebe. Ich bin überhaupt kein Papiertyp. Angefangen von hier, das sind alle AUs, die ich aufgrund meiner Psyche über die Jahre hinweg genommen habe. Ich weiß nicht, wie viele da sind. Ja. Da sind auf jeden Fall, da hättest du wohl noch ein paar Felder mit befruchten können, ne, sag ich mal. Aber, oh, guck mal, hier sind noch mehr. Jo. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Übrigens, der offizielle, falls die Frage, oder beziehungsweise, falls das den einen oder anderen von euch interessiert, der offizielle Grund, warum ich dann krankgeschrieben wurde, war, oder die offizielle Diagnose war F32.9G. Wie Gustav. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist offiziell tatsächlich nur depressive Episode oder sowas. Darüber hinaus hier einige Dokumente, wobei die ersten beiden jetzt hier auf jeden Fall aus dem Krankenhaus sind. Und das machen wir in einer extra Folge. Ich werde auf jeden Fall die Folgen splitten müssen. Yo, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also meine Krankheitsgeschichte bezogen auf Psyche geht offiziell im Jahre 2014 bzw. 2015 los. Irgendwo so da. Also ich sag immer, wenn mich heute einer fragt, sage ich immer ungefähr ein Jahrzehnt. Ich bin aber der absoluten Überzeugung, wobei das nie diagnostiziert worden ist, dass meine Krankheitsgeschichte safe bis in meine Kindheit zurückgeht. Ein oder andere von euch wird möglicherweise sagen oder denken, Junge, so schwerwiegend kann doch gar nicht sein. So, du bist irgendwie ein cooler, lockerer Dude, du hast vielleicht auch einer von tausend Sprüche ist vielleicht auch mal witzig, du kannst lachen, wie jetzt gerade auch irgendwie. Aber ich sag euch, Leute, ich habe schon wirklich schwere, schwere Zeiten hinter mir und mit Sicherheit auch noch schwere, schwere Zeiten vor mir. Ich merke aktuell, dass es, ich glaube, es wird besser. Viel mit Sicherheit durch meine Freundin, die das Video sehen wird. Und die sich auf jeden Fall abfeiern wird, dass ich das jetzt gesagt habe. Darüber hinaus bin ich eben auch noch allgemein gesehen so ein kleiner Rebell und so. Das heißt, ich habe sowieso täglich mit irgendwelche Scheiße zu kämpfen, die hier in Deutschland irgendwie passiert und auf mich zukommt. Ich fange aber an, sodass mir das alles egal wird. Also selbst wenn ich jetzt morgen in Knast kommen würde oder so. Boah, ich glaube, das würde an mir vorbeigehen und ich würde das irgendwie mir möglichst positiv machen. Auch wenn es irgendwie nicht so positiv ist. Jo, Leute, also es fing alles so 2014, 2015 an. Ausgelöst wurde das Ganze tatsächlich durch einen Job. Ich werde nicht allzu konkret darauf eingehen, weil Thema Jobs und so und das Arbeitssystem in Deutschland, sag ich mal, da mache ich nochmal ein eigenes Video drüber. Aber ich werde es natürlich anschneiden, weil da liegt die Ursache dafür, oder beziehungsweise da ist es rausgekommen, sag ich mal. Da bin ich umgekippt, bildlich gesprochen. Ausgelöst wurde das Ganze durch einen Job, bei dem ich unheimlich unterfordert war. Das war ein Job, wo ich den gleichen Scheiß 9 Stunden am Tag gemacht habe und gleichzeitig in einem Team war, wo andere Leute meine Eltern hätten sein können oder mein Vater hätten sein können, weil ja, Frauen gab es da nicht in dem Team. Die Leute waren, also das heißt, der Maßstab für die Arbeitsgeschwindigkeit war unheimlich langsam, unheimlich niedrig. Und ich kam da rein als jemand, der, ich sag mal, mit PC aufgewachsen ist. Wie gesagt, das war ein reiner PC-Job, reiner Bürojob. Und Junge, ich war teilweise, und da ist jetzt wirklich so, das ist keine Übertreibung, ich war teilweise Monate vor Abgabetermin mit meinen Projekten fertig. Das heißt, ich bin wirklich teilweise 40 Kilometer eine Strecke, also 80 am Tag, gefahren, um Netflix zu gucken, YouTube zu gucken, Foren durchzulesen, um Pokémon auf dem Emulator zu spielen, um zu pennen. Aber und das war, und jetzt werden einige von euch sagen, ja Junge, ist doch the dream. Ey, ganz ehrlich, das ist the dream für eine Woche oder vielleicht mal für zwei, aber danach ist das Folter. Also danach ist das wirklich
einfach nur richtig belastend psychisch. Und dann fing das los mit Schlafstörung. Schlafstörung war eigentlich so das effektiv das erste, weil ich irgendwie so protokollieren könnte. Es war so krass, dass ich teilweise, also ich habe teilweise, Junge, ich habe in der Woche, also unter der Woche so quasi so gar nicht geschlafen. Klar, so vielleicht mal die Augen zugemacht, ne, oder halt auf der Arbeit dann mal 2 Stunden so halb so weggepennt. Und ich war immer im Arsch. Ich habe mein Leben riskiert, als ich mich ins Auto gesetzt habe. Ich habe mein Leben riskiert, um zur Arbeit zu gehen. Ich habe unzählige Male, sind mir die Augen zugefallen oder so. Ich habe Sekundenschlaf gehabt. Also mit Schlafstörungen war schon krass und die ziehen sich stellenweise bis heute. Wobei jetzt im Moment, wo ihr das Video seht, beziehungsweise wo ich das aufnehme, habe ich das mit dem Schlafen tatsächlich mal das erste Mal seitdem irgendwie im Griff, zumindest habe ich das Gefühl. Genau, so, ja, dann ging es so weiter mit so, ich sag mal so, also mit so Stimmungsschwankungen, so schlecht drauf sein, so damals, als das eben an der Zeit war, Leute haben mich quasi nicht wiedererkannt oder so, so ich habe angefangen, mich zurückzuziehen, mich zu verstecken. Das wurde schleichend immer schlimmer und das ist ja im Prinzip auch das Schwerwiegende an solchen Sachen, weil da ist ein absolut schleichender Prozess. Und junger Typ, so junger sportlicher Typ, sag ich mal, du machst dir nicht, also das ist so entfernt in deinem Kopf, dass dich so eine Depression oder so betreffen könnte, dass du dir keine großen Gedanken darüber machst. Also du siehst das nicht als zumindest nicht als so realistisch an, dass du jetzt sofort zum Arzt rennen würdest, wenn du halt mal einen schlechten Tag hast oder so. Absolut nicht. Ja, und so ging das dann wirklich über Monate. Und irgendwann ging es so los mit, also ich nenne das Depressionsanfälle, so wo ich wirklich, Junge, wo du nichts mit mir anfangen konntest. Ich war komplett tot, absolut antriebslos. Ich habe meinen Arsch nicht hochbekommen. Ich habe mich abgeschottet, Rolle runter, Tür abgeschlossen, Licht ausgemacht, einfach nur da gelegen und körperlich tot gewesen, sag ich mal. Das war der Punkt tatsächlich, wo ich dann deswegen zum Arzt gegangen bin. Mein Arzt oder meine Ärztin hat mich direkt irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen oder so krank geschrieben. Das war quasi dann so, wo das erste Mal für mich realisierbar wurde, okay, du hast auf jeden Fall psychisch ein Problem. Ja, genau, die erste Behandlungsmethode, die kam damals von meiner Hausärztin, die mir 3 verschiedene Antidepressiva verschrieben hat. Bei Antidepressiva, für die es nicht wissen, ist das so, dass der Wirkstoff sich aufbaut. Also zumindest, um Gottes Willen, zumindest kriegt man das so erklärt. Ob das wirklich so ist oder ob das nur eine Masche ist, damit man mehr Pillen verkauft, kann ich nicht sagen. Aber so bekommt man das vom Arzt erklärt, der Wirkstoff muss sich aufbauen. Das heißt, man muss Antidepressiva über einen Zeitraum nehmen. Also mir wurde damals gesagt, ein Vierteljahr die Antidepressiva durchnehmen, um dann sagen zu können, oder dann kannst du ja sagen, okay, die helfen mir oder die helfen mir nicht. So, ich habe 3 verschiedene ausprobiert. Das heißt, du kannst jeweils ein Vierteljahr, also 3 Monate, ja, ne? Ja, ist richtig, glaube ich. 3 Monate rechne, also gingen hier schon mal 9 Monate ins Land, nur um Pillen auszuprobieren, von denen ich oder bei denen ich von vornherein nicht allzu viel Hoffnung hatte. Und dann ist aber schon 9 Monate sind einfach vergangen und du hast dich auf die Stelle gedreht, beziehungsweise eher sogar noch Schritte zurückgemacht, weil du eine Therapie ausprobiert hast, die überhaupt nichts gebracht hat, so, also, weißt du, du hast dann schon, müsst ihr euch ja auch sofort, oder ist ja kaum vorstellbar, wie gesagt, ich war Anfang 20, so, du rechnest nicht mit sowas und es ist eigentlich so fernab der Gedanke, dass du sowas hast und dann traust du dich, überwindest du dich, da, ich sag mal, auch dazu zu stehen, zum Arzt zu gehen, dich behandeln zu lassen, deswegen, dann schmeißt du dir Pillen rein, die nebenbei bemerkt, voll ihre Nebenwirkungen ausgelebt haben an mir, ich habe zu dem Zeitpunkt deutlich zugenommen, wodurch man sich dann auch unwohler fühlt, was mit Sicherheit auch zu einer negativen Psyche beiträgt. Trotzdem unterm Strich haben die nicht geholfen. Das heißt, du hast Zeit verschwendet. Und ich brauche mal eben einen Zebra im Moment. Und was trinken wir auch. Jo, dann kamen Fachärzte ins Spiel. Wie gesagt, die Behandlung mit den Antidepressiva war im Prinzip jetzt rein von meiner Hausärztin. Dann kamen Fachärzte ins Spiel und ziemlich parallel dazu, schon früher, auf jeden Fall schon früher,
bin ich ja ins Krankengeld gerutscht. Und mit dem Reinrutschen ins Krankengeld hat mich meine damalige Firma gekündigt oder wollten mich kündigen mit Aufhebungsvertrag, der ein Skandal war, mit Anwalt hin und her. All das ist auch psychischer Stress. Mal ganz davon abgesehen, dass das moralisch wohl kaum vertretbar ist, für eine Firma einen Mitarbeiter auszunehmen, sag ich mal, beziehungsweise kaputt zu arbeiten und den dann einfach abzusägen. Ganz ehrlich, für mich ist das absolut unmenschlich und ein unwürdiger Umgang. Meiner Ansicht nach sollte sowas zu verurteilen sein und mit irgendwie einem fetten Schmerzensgeld vergolten werden. Aber wie gesagt, ich bin dann halt ins Krankengeld gerutscht, weil ich ja auch durchgängig dann krankgeschrieben war. Leute, das ist kein Vergnügen. Und das ist auch wieder so eine typische unverschämte Oberflächlichkeit in unserem Land, denn Junge, dir sitzt die Krankenkasse im Nacken. Jede Woche rufen die an. Was ist denn los und so? Sie müssen doch mal zum Arzt gehen und so. Und ich sag, ja, ich habe Termin beim Arzt, aber leider dauern fachärztliche Termine 6 Monate. Weißt, dann sagen die nicht, ja, okay, können wir nichts machen. Dann sagen die, ja, dann müssen sie woanders hingehen in der Zwischenzeit. Junge, die sitzen dir im Nacken und machen dir psychisch Druck. So, als wenn das nicht schon genug wäre, dass du sowieso in der Lage bist, sondern die fucken dich noch viel, 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 viel mehr ab und machen dich psychisch noch ungesünder durch die Art und Weise. Weißt du, du willst einfach nur mal Ruhe haben. Du willst einfach mal nur irgendwie ohne Sorgen da sein und dahingehen, um eben deine Psyche irgendwie zu genesen, und die drohen dir damit, dass sie dir das Krankengeld abdrehen. Das ist halt auch wieder so eine absolut oberflächliche deutsche Hurensohnigkeit, entschuldige den Ausdruck. Weißt du, die Krankenkassen werben immer hier, oder Versicherungen allgemein werben immer mit, ja, mach dir keine Sorgen, bei uns hast du niemals Sorgen und ach ja, weißt du, all sowas in die Richtung. Und dann wirst du halt krank und gehst ins Krankengeld rein und du musst dir zusätzliche Sorgen wegen der Krankenkasse machen. Kommen wir jetzt zu ein paar Facharztterminen. Ich werde mit Sicherheit nicht alle mit euch durchgehen, aber ein paar auf jeden Fall. Und der allererste war zugleich der meiner Meinung nach allerschlimmste. Und ich hoffe, ich habe mein Handy dabei, denn ich werde ihren Namen nennen, Leute. Ist mir auch fuck egal, was man davon hält. Das ist meine Meinung. Also ich kann natürlich auch eine Google-Bewertung für diesen Arzt schreiben, aber ich kann es eben auch in einem YouTube-Video sagen. Jo, auf jeden Fall, das ist er. Und zwar auf der Wirkhoffstraße in Oberhausen. Das ist tatsächlich genau gegenüber von dem EKO, von dem Evangelischen Krankenhaus in Oberhausen. Gibt es einen Neurologen, der sitzt auch in so einem Ärztehaus, was glaube ich auch offiziell zu einem EKO zählt. Und zwar, da ist der Herr Dr. Kratsch. Herr Dr. Kratsch war der allererste Facharzt, den ich damals aufgesucht habe. Und wie gesagt, das war auch gleichzeitig der skandalöseste. Denn der Herr Dr. Kratsch hat mir schlichtweg nicht geglaubt. Der hat mir weismachen wollen, dass ich ja nur frei haben wollte. Und dass ich quasi, also er hat es natürlich nicht so direkt gesagt, ne, aber dass ich zu faul wäre zum Arbeiten und dass ich halt nur, wie gesagt, frei haben wollen würde. Alleine das würde in einer funktionierenden Welt, wenn ich hier was zu sagen hätte, ausreichen, um den Kollegen die Lizenz zu entziehen. Der dürfte bei mir nur noch Hausmeister sein. Jo, dann kamen einige weitere Termine bei einigen weiteren Neurologen und Psychiatern und so weiter. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht jeden einzelnen Arzt durch, bei dem ich war, aber so ein paar Fälle, die richtig cool waren. Einen Fall möchte ich etwas konkretisieren und dazu nutzen, um das Ganze mit den Wartezeiten zu unterstreichen. Ich war auch mal in einer Schlafklinik, und zwar im Bergmannsheilkrankenhaus in Gelsenkirchen. Die haben da eine Fachabteilung für Schlafklinik. Ich glaube, täusche ich mich jetzt oder ist das Pneumatik? Aber Pneumatik ist ja eigentlich mit Luftdruck und so. Aber kann ja vielleicht sein, dass Moment. Pneumologie, Pneumatik, Alter. Einfach die Klinik für Pneumatik. Da kannst du deinen Zylinder hinbringen, wenn der keinen Druck mehr macht, weißt du? Ist das Pneumologie? Ja, doch. Hier kommt auch direkt das Bergmann-Heilkrankenhaus. Ja, safe. Also Pneumologie heißt das wohl, wenn man mit Schlaf... Einfach Pneumatik, Alter. Sind die Leitungen undicht? Geh erstmal ins Krankenhaus. Auf jeden Fall, ne, ich war dann in dem Krankenhaus und ich habe auch tatsächlich auch da nur sehr kurzfristig einen Termin bekommen, weil ich da jemanden kannte, der jemanden kannte. Jo, dann bin ich da hingegangen, hab mit dem Chefarzt da direkt gejockelt und dann hat er mir so ein Gerät mitgegeben. So ein Gerät mit so verschiedenen Anschlüssen und Schläuchen dran und dann hast du
das, dieses Gerät solltest du dann anlegen. Die Dinger, das waren dann halt hier so Pulsmessdinger und so, musst du aufs Herz machen und auch dir die Kacke in die Nase stecken, damit er halt die Atmung aufzeichnet, während du schläfst. Das habe ich dann eine Nacht gemacht, nächsten Tag wieder hin, dem das vorgelegt, das Gerät, dann hat er das ausgewertet und dann sagt er, jo, Herr Mote, Sie haben Schlafstörungen. Habe ich gesagt, nee. Dann hat er gesagt, da habe ich gesagt, ja, wie geht er jetzt weiter? Ja, dann sagt er, ja, wir müssen sie jetzt aufnehmen stationär und das Ganze dann beobachten. Ne? Und dann kann man eben konkretisieren und eingrenzen, woran das liegt oder womit er was zu tun haben könnte. Da habe ich gesagt, jo, alles klar, soll ich Tasche holen oder was? Da hat er nur gelacht. Hat gesagt, nee, frühestens in 6 Monaten. Und damit war das Thema Schlafklinik für mich vom Tisch. Klingt jetzt sehr radikal meinerseits und sehr trotzig meinerseits an der Stelle. Aber Leute, diese langen Wartezeiten, vor allen Dingen jetzt in dem Fall verbunden mit einem stationären Aufenthalt in der Klinik, die sind einfach nicht tragbar. Ich würde wirklich sagen, und für jeden da draußen sprechen, die sind einfach nicht tragbar. Wenn es ein Arzttermin ist, der eine Stunde geht, kein Problem. Aber zu dem Zeitpunkt muss man eben auch wissen, zu dem Zeitpunkt war ich ja halt arbeitslos. Oder ich glaube noch im Krankengeld, ich weiß es nicht genau, also krankgeschrieben. Aber das sollte ja alles kein Dauerzustand sein. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja eben auch schon ein Jahr oder so arbeitslos oder beziehungsweise eben im Krankengeld drin. So, und du hast ja die Aussicht, dann irgendwann halt vielleicht auch wieder arbeiten zu gehen oder halt irgendwie dann arbeitstätig zu werden. Und dann kannst du ja nicht 6 Monate im Voraus einen Klinikaufenthalt irgendwie planen. Was ist, wenn du dann einen Job hast und du bist in der Probezeit? Ja, dann sagt der Chef, oh ja, kannst direkt da bleiben in deiner scheiß Klinik. Ja, und so war dann die Thematik mit der Schlafklinik leider auch sofort wieder vom Tisch, obwohl mich das tatsächlich sehr interessiert hätte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt schon sind oder wovon ich jetzt rede, sind mit Sicherheit schon 3 oder 4 Jahre mit bestehender Problematik eben vergangen. Dann habe ich eine Ärztin kennengelernt, nämlich die Frau Dr. Kaub in Recklinghausen. Die Frau Dr. Kaub betreibt eine Praxis in Recklinghausen, die nennt sich der Talentschuppen. Und ich glaube, so findet man die auch, falls jemand Interesse hat, Talentschuppen irgendwie Talentschuppen Recklinghausen Google eingeben, da wirst du auf jeden Fall auf die Frau Dr. Kaub zwangsweise treffen. Eine unheimlich nette und meiner Ansicht nach auch extrem intelligente und auch tolerante und coole und lockere Frau. Und bei der habe ich mich nach Jahren definitiv das erste Mal wirklich verstanden gefühlt, Leute. Also wie gesagt, die betreibt einen Laden, der heißt Talentschuppen, die ist eigentlich darauf spezialisiert, auf so Hochbegabungen und so was bei Kindern. Die meisten Klienten von ihr sind halt Kinder und jetzt nicht so ein einigermaßen erwachsener Dulli. Also ich bin diagnostiziert hochsensibel, ich habe definitiv einen überdurchschnittlichen IQ und ich bin safe, was ich denke, habe ich Autismus. Das wurde allerdings mit einem einzigen Argument ist das sofort abgeprallt, nämlich weil ich bei Gesprächen mit anderen Menschen denen in die Augen gucken kann. Also klingt so, als würden das Autisten im Normalfall nicht können. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ich habe durchaus Probleme, einem Menschen auch in die Augen zu gucken, der mir gegenüber sitzt. Es kommt einfach auf den Menschen an und was für ein Verhältnis ich gegenüber dem habe, beziehungsweise wie der Mensch mir gegenüber auftritt, so Körpersprache und so, weißt du. Und dann könnte es sein, dass ich definitiv so ein komplettes, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so ein ekliges Unterdrückungsgefühl in mir habe. So, dann kann ich, also wenn ich dem in die Augen gucke, dann, ich schwöre, es fühlt sich an, als könnte ich seine Gedanken lesen und seine Gefühle fühlen. Und ich merke dann oftmals, dass die Leute oder mein Gegenüber halt selber gerade nicht so wirklich real ist, beziehungsweise mir irgendwie Scheiße erzählt. Und durch so ein gewisses Fremdschämen, durch so ein gewisses Schamgefühl, würde ich es tatsächlich nennen, kann ich dann nicht so dem in die Augen gucken. Also das ist für mich da, also klar, so physisch, wenn ich mich jetzt anstrenge oder so, klar kann ich immer, dann geht's immer, aber ich merke selber so, wie ich so ein ganz unangenehmes Gefühl habe, wenn ich manchen Leuten in die Augen gucke, definitiv. Also ihr merkt, das ist so ein ganz wirrer Cocktail, der bei mir eventuell irgendwie sich austobt. Und Leute, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal kurz was zur Hochsensibilität sagen. Hochsensibilität wurde auch bei der Frau Dr. Kaub bei mir getestet. Und Hochsensibilität ist im Prinzip, wenn eure Sinne mehr wahrnehmen als bei einem durchschnittlichen Menschen. Die hat das tatsächlich damals bei mir getestet.
Da kam ich das erste Mal, ich glaube, da war wirklich so das Erste, was wir gemacht haben. Ich kam bei der in den Raum rein, also in diese Praxis, und ihr könnt euch vorstellen, war relativ kindisch alles eingerichtet und eingerichtet jetzt nicht, aber da waren viele so, auch so Spiele und so was, ne? Weil, wie gesagt, das ist halt eine Praxis gewesen oder immer noch eine Praxis, die spezialisiert ist auf Kinder. Und da waren halt auch so Lego und so Bausteine oder sowas so in so einem Regal. Und ich habe mich hingesetzt und dann, wir haben uns kurz nur so ein Intro unterhalten, so 5 Minuten lang. Und dann hat die dieses HSP, so ist die Abkürzung für Hochsensibilität. Er wollte die das halt testen und dann sollte ich die Augen schließen und sagen, was ich in dem, oder was ich alles wahrnehme, allgemein. Ne, und ich habe, oder was ich sagen kann, wie der Raum aussieht und so Sachen. Und ich habe halt sofort gesagt, ja, keine Ahnung, neben mir links, da steht ein Regal, unten steht ein Lego-Schachset drin, hinter ihnen höre ich die Heizung tropfen, draußen fährt gerade ein Auto lang, da ist ein Benziner und so was und so Sachen. Und die hat direkt gesagt, nach meinem dritten Satz oder so, hat die sofort gesagt, ja, alles klar, das reicht. Sie haben auf jeden Fall hier Hochsensibilität und so. Und das äußert sich bei mir definitiv auch sehr oft auf einer menschlichen Ebene. Ich habe immer wieder so Momente, die mir vollkommen unangenehm sind, weil also er klingt jetzt total, Junge, das klingt so verballert, Alter, aber Junge, wo sind wir hier? Ich bin der Meinung, Gefühle, Emotionen anderer Personen wahrnehmen zu können. Klingt total doof oder so, aber ich habe ein konkretes Beispiel. Da war ich mal beim Rewe an der Kasse und ich stand so etwas weiter hinten und vor mir, ein paar Leute vor mir, standen so ein mittelalter Typ, so relativer Durchschnittstyp würde ich sagen, und so eine mittelalte Frau. Und die hatten aber beide nichts, also die waren nicht zusammen da oder so, die waren unabhängig da. Der Typ hat dann seine Sachen auf dieses Laufband gelegt und die Dame auch ihre Sachen drauf. Und da stand aber noch nicht der Warentrenner, dieses dreieckige, längliche Ding stand noch nicht da. Und dann haben die beide im selben Moment danach gegriffen und dann hat die Frau gesagt, also total unheimlich lustiger Moment gewesen, beide gelacht und da hat die Frau gesagt, hahaha, so zwei doofe, ein Gedanke. Und dann hat der Mann gesagt, das haben sie gesagt. Und dann hat die Frau wieder gesagt, ja, ich weiß. Und da war ein totaler Cringe-Moment. Also das waren die letzten Worte, die gewechselt haben. Die mussten aber dann noch weitere 3 oder 4 Minuten Arsch an Arsch stehen, bis sie dann letztlich, bis der Mann dann letztlich drangekommen ist und sich endlich entfernen konnte aus dem Rewe, damit endlich dieser Cringe-Moment aufgehört hat. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ein paar Meter hinter denen gestanden, ein paar Leute dahinter gestanden und ich konnte das fühlen. Es war für mich, boah, es war so unangenehm. Und solche Situationen habe ich tatsächlich oft im alltäglichen Leben. So viele, viele alltägliche Situationen, die wahrscheinlich die meisten von euch in der Lage sind, so einfach aus dem Ärmel zu schütteln, sind für mich oftmals Folter. Also ich sag mal, normales Einkaufen gehen oder so kann für mich schon echt schlimm sein, tatsächlich. Aufgrund vieler Faktoren oder so, die ich jetzt mir nicht vermag, hier rein hypothetisch irgendwie herbeizuräumen, aber sowas wäre halt so ein Beispiel, weißt du, diese typischen deutschen, oberflächlichen Cringe-Smalltalk-Momente, wo jeder im Raum weiß, so, boah, ist irgendwie so ekelhaft. Also manche alltägliche Sachen sind für mich unheimlich schwer zu bewältigen, jetzt überhaupt nicht physisch oder so, sondern wirklich psychisch, weil ich solche Sachen irgendwie ganz offensichtlich, würde ich sagen, anders wahrnehme als andere Menschen, weil würden es mehrere Menschen so wahrnehmen, wie ich das wahrnehme, dann würde es viel mehr Aufmerksamkeit für solche Leute geben. Dann wäre mein Fall jetzt nicht so schwierig zu knacken, sag ich mal. Dann wären schon die Ärzte, bei denen ich war, viel, viel schneller dahinter gekommen, was jetzt wirklich Sache bei mir ist, Leute. Jo, auf jeden Fall, diese Dame, die Frau Dr. Kaub, bei der ich gerne weiter geblieben wäre oder bei der ich auch heute noch wäre, von der musste ich mich dann verabschieden. Was heißt musste? Aber ich habe mich von der verabschiedet, weil die hat natürlich nicht die Krankenkasse bezahlt. Denn die Frau Dr. Kaub ist keine gelistete Therapeutin. Also in diesem Therapeutenindex, keine Ahnung, was es da gibt so für die Krankenkassen, ist die Frau Dr. Kaub halt nicht gelistet. So, das heißt, ich muss selber für die Therapiestunden aufkommen. Und Leute, ganz ehrlich, so gerade im Sinne der Gesundheit oder meiner Gesundheit wäre das natürlich kein Problem gewesen. Wie gesagt, so die Kohle da aufzutreiben oder so, also da haben sich auch viele Leute für mich angeboten,
dazu bezahlen und so, da wäre alles gar kein Problem gewesen. Ist ja jetzt auch nicht so viel gewesen. Ich hatte seinerzeit eine Therapiestunde im Monat, aber die Tatsache, dass ich das selber zahlen muss, in einem Land, was so ein super tolles und soziales Gesundheitssystem hat, in einem Land, wo ich für dieses super tolle Gesundheitssystem im Jahr, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro in eine Krankenkasse butter, die es bis zu dem Zeitpunkt schon jahrelang vergeigt hat, mir im Ansatz zu helfen, beziehungsweise die es für mich sogar noch viel schlimmer gemacht hat, diese psychischen Leiden oder Krankheiten, sag ich mal, zu haben. Ich konnte das nicht übers Herz bringen. Sowas, solche moralischen Sachen, Leute, solche Gewissenssachen, ich bin wirklich geneigt zu sagen, da sind mir die Hände gebunden. Sowas ist für mich nicht einfach hinzunehmen. Ich kann das nicht einsehen. Ich kann nicht einsehen, dass ich das aus meiner Tasche zahlen muss, wenn ich eine Krankenkasse habe, wo ich zigtausend Euro im Jahr reinbutter, die ihrer Pflicht in meinem Auge sowieso schon nicht nachkommen und nicht nur nicht nachkommen, sondern das Ganze dann auch noch schlimmer für mich machen, indem sie mir im Nacken sitzen und mich jede Woche zweimal anrufen und sagen, ja, sie müssen noch was machen und gehen zum Arzt und so. Das geht mir nicht in den Kopf rein und das kann ich fortlaufend nicht machen. Der Mehrwert, den ich durch diese Therapie gehabt hätte, von der ich definitiv heute immer noch als einzige Therapie behaupten würde, dass mir das geholfen hat. Der Mehrwert aber, der würde durch diese Tatsache wieder mehr als neutralisiert werden. Würde ich tatsächlich genau so ausdrücken und staten. Ne, wo vielleicht ja auch mal eine intelligente Krankenkasse sagen würde, yo ey, pass mal auf, du hast schon viel versucht. Jetzt hast du ja nie was gefunden. Ja, natürlich zahlen wir dir das. So, weil ausnahmsweise kann man ja sagen, aber nein, Junge, so viel Flexibilität gibt es hier nicht. Da wird sich stumpf wieder auf irgendwelche unmenschlichen Vorschriften und Gesetze und so weiter gestützt und gesagt, nö, zahlen wir den nicht. Ganz einfach. Um das Ganze, was ich jetzt gerade gesagt habe, quasi noch zu unterstreichen. Wie gesagt, ich war einmal im Monat da. Ich würde aber sagen, gemäß meinem Gesundheitsstatus hätte ich da safe viermal oder so im Monat hingemusst. Und dementsprechend läpperten sich natürlich die Kosten. Jo, das war die Frau Dr. Kaub. Wie gesagt, da geht wirklich nur der höchste Respekt und die höchste Anerkennung raus, weil das endlich mal eine Ärztin ist, die in einem psychischen Bereich tätig ist und die mal out the box denkt, die auch andere Methoden hat. Und das ist vermutlich auch genau der Grund dafür, warum die vom Deutschen oder warum die in Deutschland nicht als gelistete Therapeutin anerkannt wird, weil die Methoden hat, die macht sonst keiner. Ja, das war Frau Dr. Kaub. In der Zwischenzeit natürlich immer wieder weiter irgendwelche anderen Facharzttermine gehabt mit 8 Monate Wartezeit und dann bist du wieder innerhalb von 7 Minuten warst du aus dem Sprechzimmer wieder raus. Zwischenzeitlich auch mal so Erstgespräche mit Therapeutinnen gehabt oder Therapeuten gehabt, die mir in dem Erstgespräch aber dann quasi schon gesagt haben, ja, sie würden bei mir nicht hinpassen und so Sachen. Ja, ganz ehrlich, dann machst du das halt auch nicht. Und jedes Mal, Leute, diese kleinen Rückschläge, das ist ja jedes Mal mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Es ist für jemanden, der das nicht durchlebt, glaube ich, nicht vorstellbar, wie sehr dich sowas runterzieht, wie sehr dich sowas fertig macht, weil du hast sowieso schon keine Hoffnung, weil sonst wäre es keine Depression. So, du bist sowieso schon psychisch am Ende oder hoffnungstechnisch am Ende und dann wird dir eben auch noch regelmäßig von mehreren Ärzten gesagt, ja, ich kann dir nicht helfen. Oder beziehungsweise die Therapien, auf die man sich dann einlässt oder für die man sich dann überwindet, bringen nichts. Junge, das ist jedes Mal ist das ein Stich in dein Herz. So wirklich, jedes Mal ist das einfach nur Schmerz, damit zu tun zu haben. Dann berichte ich euch noch von einer letzten Ärztin, die ich gleich auch namentlich nennen werde. Und die ist, die war für mich der Grund, warum ich aufgehört habe, zu Ärzten zu gehen. Die war für mich definitiv der abschließende Grund dafür, warum heute in meinem Kopf gar nicht mehr diese Assoziation da ist, von wegen, ey, ich habe gesundheitliche Probleme und dann musst du dir einen Arzt suchen. Und da haben natürlich alle Ärzte irgendwie oder alle Mediziner auf meinem Werdegang, sage ich jetzt mal, für gesorgt, aber am allermeisten die Frau Dr. Kazes aus Bottrop. Frau Dr. Kazes sitzt in Bottrop in einem Ärztehaus. Und die Frau Dr. Kazes ist, wie man am Namen schon erkennen kann, keine deutsche Ärztin. Was für mich erstmal kein Problem ist, Leute. Ihr wisst, ich habe überhaupt gar kein Problem mit Ausländern oder so. Aber was leider bei der Frau Dr. Kazes der Fall war, die war halt eine Psychiaterin, glaube ich, oder Neurologin. Keine Ahnung, wo die Unterschiede sind, aber es gibt offensichtlich Unterschiede. Auf jeden Fall, die Frau Dr. Kazes hat ganz, ganz, ganz schlechtes Deutsch gesprochen. Und zwar so ein schlechtes Deutsch, dass ich wirklich und vollen Ernstes sagen würde, es ist fahrlässig, grob fahrlässig,
eine Ärztin mit solchen Deutsch-Skills mit dem Fachbereich Psychologie in Deutschland praktizieren zu lassen. Und dann sage ich wirklich voller Überzeugung, da stehe ich auch 1000% hinter. Die Frau Dr. Cazes konntest du nichts fragen, weil die hat dich nicht verstanden. Da war ich insgesamt 5-mal oder 6-mal, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, entweder 5 oder 6 Mal. Auf jeden Fall immer im Abstand von Monat, also quasi einmal im Monat war ich bei der. Meinen allerersten Termin bei der Frau Dr. Cazes bin ich hingegangen, die hat mir ein paar Fragen gestellt, wollte mir halt auch wieder sofort Pillen unterjubeln. Habe ich gesagt, ne, möchte ich nicht. Und der nächste Ansatz war durchaus interessant ihrerseits. Dann wollte ich nämlich eine Hirnmessung machen. Also Hirnströme messen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich kenne mich auch nicht aus, ne. Sollte ich doch vorne am Tresen einen Termin für machen. Achtung, das ist wirklich, es ist eine True Story, Leute. Ich verarsche euch hier nicht. Ich ziehe das jetzt nicht unnötig weit ins Lächerliche oder dramatisiere das. Es ist wirklich alles so passiert. Erster Termin. Sie wollte eine Hirnmessung mit mir machen und dafür sollte ich einen Termin machen vorne an der Theke. Ich raus aus dem Sprechzimmer vorne an der Theke. Ich habe gesagt, hallo, ich möchte gerne einen Termin für eine Hirnmessung bei Frau Dr. Cazes. Die Sprechstundenhilfe oder wie die Damen da heißen. Ja, kein Problem, hier Kärtchen, zack, zack, zack. Danke, tschüss. Einen Monat später, ich wieder dahin. Wieder in das Sprechzimmer von Frau Dr. Cazes rein. Ja, wie geht's Ihnen, wie geht's Ihnen? Ja, ich sag, immer noch scheiße und so. Ja, nehmen Sie Pille? Ich sag, nein, ich möchte gerne erst mit der Hirnmessung. Ja, Hirnmessung, müssen Sie machen, Termin. Ich sag, wie? Habe ich doch letztes Mal. Ich dachte, ich hätte einen Termin für Hirnmessung gemacht und so. Habe ich doch letztes Mal schon an der Theke, haben wir uns letztes Mal schon drüber unterhalten. Ihr müsst sie vorne an Theke Termin machen. Leute, wenn ihr jahrelang in so einer gesundheitlichen Misslage seid, dann fangt ihr vielleicht auch mal an eurem eigenen Geiste zu zweifeln. Und wenn dann einmal sowas passiert, sagt ihr euch, okay, vielleicht habe ich echt vergessen, den Termin vorne an der Theke zu erfragen. Also ich raus aus dem Sprechzimmer von Frau Dr. Cazes vorne an der Theke. Ich sage, ja, hören Sie mal, ich möchte einen Termin für eine Hirnmessung bei Frau Dr. Cazes. Die wieder Kärtchen geschickt, kein Problem, hier, zack, 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 danke, tschüss. Einen Monat später, ich wieder dahin. Wieder in dem Besprechungszimmer rein mit Frau Dr. Cazes. Ja, wie geht's Ihnen? Ja, immer noch alles voll Scheiße. Nehmen Sie Pille? Nein, ich will erst die Hirnmessung. Ja, Hirnmessung müssen Sie vorne einen Termin machen. Ich sag, ich habe letztes Mal einen Termin dafür gemacht und jetzt bin ich wieder hier. Wo ist die Hirnmessung? Hier müssen Sie vorne einen Termin für machen. Aufgestanden, rausgegangen, an die Theke gegangen. Ich möchte einen Termin für eine Hirnmessung haben bei Frau Dr. Cazes. Ja, kein Problem. Zack, zack, zack. Hier, Kärtchen. Einen Monat später. Ich in das Gesprächszimmer, in das Sprechzimmer rein. Ja, wie geht's Ihnen? Ja, alles immer noch scheiße. Nehmen Sie Pille? Nein, ich möchte erst die Hirnmessung. Ja, Hirnmessung, müssen Sie für einen Termin machen. Junge, Leute, ich verarsche euch nicht. Kein Witz. 100% true. Ich sag, und dann wirst du langsam frech. Ich sag, wollen Sie mich verarschen oder was? Ich bin jetzt 3-mal hier zu Ihnen hingegangen und habe 3-mal einen Termin für eine Hirnmessung vorne an der Theke mir angeblich geben lassen. Und jetzt sitze ich wieder hier und Sie machen keine Hirnmessung mit mir oder was? Ja, Sie müssen vorne einen Termin machen. Ich sag, ich habe einen Termin für eine Hirnmessung bei Frau Dr. Cazes gemacht zum 3. Mal. Und ich sitze jetzt wieder hier und Sie wollen mir wieder keine Hirnmessung irgendwie machen, oder was? Ja, Sie müssen vorne einen Termin machen. Boah, Junge. Ich raus, vorne an der Theke. Ich sag, ich will einen Termin für eine Hirnmessung bei Frau Dr. Cazes. Hier ist doch kein Problem. Hier, zack, 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 Kärtchen. Einen Monat später, ich wieder da rein. In das Sprechzimmer. Hier, wie geht's Ihnen? Lass den Scheiß. Was mit der Hirnmessung? Hier müssen Sie vorne einen Termin machen. Kein Witz, Leute. Wirklich nicht. Ich bin 5-mal über einen Zeitraum von 5 Monate dahingegangen. 5 oder 6 Mal, also und dementsprechend 6 Monate dahingegangen. Mit dem Wunsch, auf den Vorschlag von der Frau Dr. Cazes hin, eine Hirnmessung zu machen. Habe mir dafür einen Termin geben lassen. Jedes Mal fand ich mich in dem Sprechzimmer vor, wo mir die Frau Dr. Cazes auf meine Nachfrage zur Hirnmessung nur sagte, ja, müssen Sie vorne einen Termin für machen. Und dann war bei mir Ende. Das war wirklich der Fall oder der Tag, wo wirklich endgültig der Link in meinem Kopf von gesundheitliche Probleme, Arzt aufsuchen,
gebrochen wurde. Und das ist tatsächlich so, Leute. Heutzutage, ich gehe nicht mehr zum Arzt. Ich vertraue Ärzten nicht mehr. Ärzte sind für mich großflächig Quacksalber, die ihr Geld damit verdienen, Pillen zu verschreiben oder den nächstbesten Excuse für irgendwas zu verwenden, nur damit sie sich eben auch wieder eine Behandlungszeit oder eine Behandlung aufschreiben können und bei der Krankenkasse abrechnen können. Ich habe gerade was gesagt von wegen den nächstbesten Excuse. Um das zu unterstreichen, ich war zwischenzeitlich auch mal wegen anderen Sachen bei Ärzten. Ich habe zum Beispiel körperlich einige Schwierigkeiten. Ich habe früher viel Vereinssport gemacht, Inline-Hockey und Eishockey. Und lass mich lieber aufzählen, was ganz ist, keine Ahnung. Knie kaputt, Hüften, also was heißt kaputt, machen Probleme. Ne? Knie, Hüften, Schulter, rechte Schulter, linkes Handgelenk, Rücken, ganz schlimm. Da war ich mal bei einem Arzt wegen Knie. Ich war schon immer übergewichtig, aber also ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt als krankhaft fettleibig oder so bezeichnen würdet, aber ich sag mal, ich habe auch viel Muskelmasse und so. Also ich sag mal, ich habe vielleicht 10 oder 15 Kilo Fett zu viel, sagen wir mal jetzt. Ich zum Arzt gegangen wegen Knie. Was sagt der Arzt? Sie sind übergewichtig, deswegen haben sie Knieschmerzen. Es wird einfach so oft in diesem Land bei Ärzten irgendwelche Leiden, irgendwelche Schmerzen, gesundheitliche Probleme auf das nächstoberflächlichste geschoben, was gerade da ist, was gerade im Raum steht. Nur damit der Arzt nicht sagen muss, irgendwie, ja, keine Ahnung, oder damit er eben keine weitere Behandlung, vielleicht hat er auch keinen Bock oder so, mich zu behandeln, anleiern muss. Und das finde ich auch menschlich unfassbar schlimm, Leute. Und ich denke, das werden auch viele von euch kennen. Also in Deutschland gehen Ärzte nicht mit der Sachlage um, die ihnen gegeben wird. Da kommt halt einer rein, der hat vielleicht 10, 15 Kilo Übergewicht, aber der hat Knieschmerzen und dann wird untersucht und geröntgt und CT und geguckt, was ist damit? Nein, es wird auf das nächst einfachste geschoben, was gerade da sind. Ja, sie haben Übergewicht, deswegen haben sie Knieschmerzen. Junge, es laufen Leute rum, die haben 200 Kilo Übergewicht und die haben keine Knieprobleme, übertrieben gesagt. Wie man so dreist sein kann und vor allen Dingen noch schlimmer, Leute, wie man als so ein Bastard eine Lizenz bekommen kann, um in Deutschland als Arzt zu praktizieren, entzieht sich mir jeder menschlichen Vorstellung. Absolut, Leute. Ich finde das so schlimm. Das war jetzt nur nebenbei quasi nochmal als i-Tüpfelchen obendrauf. Und das war definitiv der erste Teil. Wir haben eine Folge, die ist ewig lang. Aber das war auf jeden Fall der erste Teil von meiner Gesundheitsgeschichte. Und ich hoffe, dem einen oder anderen von euch wird es ein Augenöffner sein, warum ich so sehr über das deutsche Gesundheitssystem herziehe, warum ich vom deutschen Gesundheitssystem am allermeisten sage, dass es von oben bis unten, von vorne bis hinten versagt, Leute. Deutsche Gesundheitssystem ist großflächig einfach nur noch Schubladendenken. Habe ich in dem Kommentarvideo habe ich das noch erläutert. Da brauchst du passende Symptome, sonst sind die Ärzte überfordert. Die Ärzte sind ja verpflichtet, in diesem Schubladendenken zu arbeiten. Sonst zahlt vielleicht die Krankenkasse nicht. Wenn du jetzt quasi mit Symptomen zum Arzt gehst und der Arzt das einer Krankheit zuweist, die aber die Krankenversicherung nicht absichert, oder absegnet, dann sagt die Krankenversicherung hinterher auch, wieso behandelst du denn mit Therapie so und so? Diese Symptome, das passt ja unsererseits gar nicht zusammen. Heißt, wir zahlen dir jetzt einfach nicht die Arbeitszeit. Und das Ding ist aber, Schubladen denken, Leute, habe ich auch schon mal gesagt, es wird der Tag kommen, da passt man nicht in eine Schublade rein, sondern in mehrere. Das ist bei mir definitiv großflächig der Fall so und bei vielen von euch mit Sicherheit auch. Und das ist in sich ein absolutes Versagen von unserem Gesundheitssystem, Leute. So, habe ich irgendwas vergessen? Lass mich mal eben einen Schluck nehmen und nochmal kurz überlegen. Ach so, boah, yo, ganz wichtig. Moment. Ich habe euch gerade schon andeutungsweise gesagt, dass ich halt überhaupt gar kein Vertrauen mehr Ärzten gegenüber habe. Und wie gesagt, dieser Link zwischen gesundheitliche Probleme haben und einen Arzt aufsuchen ist bei mir völlig zerstört über die Zeit. Und zwar so sehr, dass ich vor kurzem, also ich bin selbstständig und war bis vor kurzem eben auch noch versichert, krankenversichert. Ich habe nach vielen Rumärgern mit der Krankenkasse mich dazu entschieden, meine Krankenkasse zu kündigen und keine Krankenkasse zu haben. Das ist jetzt, also ich bin offiziell ohne Krankenkasse seit einem Monat oder so. Ich kann mir vorstellen, dass sich daraus nichts Gutes entwickelt, weil es ist gesetzlich verpflichtend, eine Krankenkasse zu haben. Und dementsprechend ist eben auch das Gesetz oder der Staat involviert,
weshalb ich damit rechne, dass hier vielleicht auch mal eines Tages das Ordnungsamt, LKA oder sonst was steht, weil es ja quasi kriminell ist oder nicht rechtens ist, wenn du keine Krankenkasse hast. Ich habe ein Kündigungsschreiben, kann ich auch mal kurz einblenden, habe ich aufgesetzt, habe meine Karte mit in den Umschlag getan, per Einschreiben rausgeschickt, fertig. Ich habe keine Krankenkassenkarte. Die meisten Krankheiten, wie jetzt auch aktuell, bin ich leicht erkältet, die sitze ich sowieso aus oder knall mir ein paar Mal Aspirin und eine Ibu rein oder sowas. Wenn ich mal was ernst, also was richtig Ernsthaftes habe, ja, entweder ergibt sich das, vielleicht habe ich die Güte, es aus meiner eigenen Tasche zu bezahlen, oder ich sterbe dran. Was zu vielen Teilen meines Lebens das beste Outcome war, was ich mir wünschen könnte. Bevor ihr könnt euch die Kommentare bitte sparen, die so in die Richtung gehen, du Arsch, du Dummkopf. Und dann von wegen so, ja, gesetzliche Krankenversicherung ist auch solidarisch. Ne, also man zahlt auch für die Krankheit anderer oder so, weil es im Prinzip ein großer Topf. Ja, verstehe ich vollkommen. Aber wenn für mich gar nichts bei rauskommt, dann sehe ich eben auch gar keine solidarische Wirkung in meine Richtung. Und dann fange ich eben an, solche Maßnahmen zu ergreifen. Und wie jetzt auch in diesem Video erklärt oder hoffentlich klar geworden ist, ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch. Und moralisch, also solche Sachen stehen bei mir ganz oben. Und es ist für mich sehr, sehr einfach moralisch aktuell vertretbar, dass ich Krankenkasse einfach gekündigt habe und darauf scheiße. Und jo, das war auf jeden Fall Teil 1. Das war nur Teil 1. Freut euch auf weitere Teile. Das war Teil 1 von meiner Gesundheitsgeschichte. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß. Ihr konntet euch vielleicht ein bisschen identifizieren. Wenn es euch ähnlich geht, ihr seid nicht alleine. Glaubt mir, es gibt sehr, sehr vielen Menschen so. Und vielleicht werden wir ja alle mal zusammen auf einem sehr, sehr langen Ross gehen Sonnenuntergang in den Frieden reiten, wenn Deutschland vielleicht mal eines Tages in einem besseren Zustand ist und damit hoffentlich auch das Gesundheitssystem. Leute, es war mir ein Fest. Macht es gut und wir sehen uns wieder. Haut rein.